Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier zwei Zylinder von der Firma Elka. Und da ist das so, der schließt von einer Seite nicht. Was mache ich mit Zylindern, die nicht schließen oder von einer Seite nicht schließen wollen? Ich nehme ganz oft einen Hammerstiel oder ein Holzstück und dann schlage ich da drauf, um zu versuchen, dass der nochmal schließt. Na, der will offensichtlich gar nicht. Der richtige Schlüssel ist es. Okay, dann nehmen wir den erstmal eben beiseite. Machen das bei dem anderen auch nochmal eben. Oh ja, die sind ganz schön am Argen. So, jetzt versuche ich das nochmal der Seite und man kann sehen, er hat einmal geschlossen. So, jetzt schließt er auch wieder. Ich nehme den nochmal wieder raus. Naja, und er geht. Aber dennoch ist es so, er muss ich da eben einmal reingucken, weil wenn er jetzt noch geht, kann das sein, dass er in 2 Stunden nicht mehr geht oder nachher nicht. So, die Seite ist defekt. Sollen wir mal eben gucken, was dieser hier macht. Der will auch nicht. Ja, war eben schon schlimmer. Also der hat ein schlimmeres Problem. So, jetzt will ich mal eben gucken, sind das überhaupt die gleichen Nummern? Einfacher ist es, den einfach hier reinzustecken. Okay, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber wieso geht die andere Seite jetzt gerade nicht? So, schauen wir nochmal. 63206. Okay, so. Der geht. Der geht auch. So, dennoch machen wir den einmal auf, um zu gucken. Ja. Wollen wir nochmal eben schauen. Also der macht echt Schwierigkeiten, der will gerade nicht. Ja, ich werde mich um den hier mal ein bisschen später kümmern. Den lege ich mal eben wieder weg. So, jetzt müssen wir den hier einmal eben öffnen. Das heißt also, dann ich brauche dazu ein Werkstück. Das hole ich mal eben. Werkzeug. Und damit mache ich das Ganze hier auch, was heißt, ich öffne also den Ring, Schlüssel rausnehmen, sonst kann das passieren, dass das alles durcheinander fällt. Achtung, das ist der Ring. So, den habe ich hier. Das jetzt mal alles in eine Schale legen. Diese sind so ganz gut. Oh, macht ja ein schlimmes Bild gerade. Mal eben ein bisschen zurückzoomen. Ja, kennt jemand, wenn man sich was zu essen holt, Fleisch und so. Dann darf ich hier, bewahre ich ganz oft auf. So, das stelle ich jetzt mal eben beiseite. Und dann kommt die andere Seite dran. Na, die gerade nicht. Mir fehlt gerade ein bisschen Licht. Muss man unbedingt nochmal eine neue Beleuchtung holen hier, weil das geht so nicht. Oh, jetzt kommt er langsam. Der will gerade nicht so, wie ich das hätte.
So, manchmal geht er ganz einfach. Und jetzt ist er irgendwie eingehakt. So. Falsch angesetzt. Ja, und jetzt nehme ich den eben einmal auseinander, den Burschen. Dann gucke ich mir das Ganze mal eben an, was da überhaupt los war. So. Zoomen wir das Ganze mal ran. Da haben wir jetzt hier also den ersten Stift. Dann haben wir hier den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften. Das kann auch so rum sein, muss ich gleich mal gucken. Und dann haben wir noch diese beiden Plättchen, die müssen dann an der richtigen Position. Die haben dann also unterschiedliche Größen. Und davon mache ich mal eben ein Foto. Ich habe die Reihenfolge jetzt erstmal hingelegt, wie die Plättchen liegen, wo die Plättchen wieder rein müssen. Und jetzt werde ich da neue Stifte reinsetzen und dann baue ich das Ganze wieder zusammen. Reinige das nochmal, den Zylinder, und dann sollte das eigentlich alles wieder vernünftig funktionieren. Ich habe jetzt hier neue Stifte drin und ja, jetzt muss das Ganze einfach nur mal wieder bestückt werden. Mal eben gucken, ob das auch so, ob es in Ordnung ist. Ja, da habe ich einen Fehler gerade reingebaut, weil ich muss ja, ich habe die falschen Stifte da drin. Sehe ich gerade, weil ich muss ja ein, ja, der erste war ja richtig. Und welcher war das jetzt hier? Der hier. Und der hier muss ja kleiner sein, weil. Ne, der, kann man das sehen, dass da jetzt so ein kleines Loch drin ist? Ja, jetzt ist er glatt, jetzt ist er links. Und da muss das Plättchen hier rein und dann darf das erst die richtige Höhe haben. Okay, das muss ich jetzt nochmal eben ändern. Das mache ich nochmal eben und dann zeige ich das gleich nochmal. Ich erkläre das nochmal eben. Da habe ich jetzt ein kleineres Plättchen reingesetzt, kleineren Stift reingesetzt und jetzt kommt das Plättchen da rein. Und dann ist das wieder eine glatte Fläche und jetzt ist das richtig. Das heißt, es kommt jetzt dahin. Und jetzt nehmen wir eben das nächste. Das nächste war okay. Das heißt, da kann ich jetzt durch den normalen Stift wieder reinpacken. Ja, und der nächste ist dann wieder tiefer. Und dann kommt da das Plättchen rein. So, ich suche mal eben den richtigen Stift dafür. Jetzt hier wieder den kleineren Stift reingemacht. Jetzt kann man sehen, ist da wieder ein Loch drin und dann kommt das wieder rein und der letzte Stift, der ist dann wieder glatt. Der ist hoch. Dann war das dieser hier. So, und jetzt ist das wieder in Ordnung und kann praktisch jetzt so wieder in den Schließkanal hier eingesetzt werden. Das Gehäuse und dann geht das wieder. Das habe ich schon in anderen Videos gemacht. Ich werde das mal nachher verlinken da am Ende des Filmes. Verlinke ich das mal, mache ich da nochmal eben so ein Bild rein. Wenn man da drauf klickt, dann kann man sehen, wie ich so einen Zylinder stifte. Das mache ich jetzt mal eben einfach nur in der Werkbank, im Schraubstock, weil das dann eben am schnellsten geht. Das muss ich jetzt nicht dokumentieren. Ich werde das Ganze aber nochmal in weiteren Videos machen. Ja, ich habe jetzt hier die Unterstifte reingemacht. Das hier ist ein Stiftschuh. Und jetzt setze ich das Ganze wieder rein. Bei Elka ist das so, dass die Kupplung, die hier drin steckt, verdreht werden muss, sonst passt die hier nicht durch. So. Okay, das funktioniert alles und dann wird das Ganze hier eingeführt. Aber dazu muss ich erstmal wieder
Mal sehen, ich muss jetzt mal gucken. Bei manchen geht das so. Ne, und bei einigen nicht. Also ohne. Mal sehen. So, jetzt sollte das eigentlich doch gehen. Ja. Und dann muss das Ganze hier durchpassen. Das kann man immer am besten sehen, wenn man das von oben guckt. Aber ich sehe das jetzt nicht, weil ich hier keine gute Beleuchtung habe. Ich muss sie nochmal ändern. Ich mache das jetzt mal eben unter einem anderen Licht im Schraubstock und zeige das gleich mal eben. So, und den habe ich jetzt wieder zusammen. Und dann mache ich jetzt noch die andere Seite. Da gehe ich genauso vor und dann funktioniert der Zylinder wieder. So, die andere Seite habe ich jetzt auch fertig. Jetzt muss man hier so ein bisschen drehen und dann. Geht das da hinein? So, und jetzt haben wir was vergessen. Das kann ich aber noch berichtigen. Muss ich nochmal wieder aufmachen hier. Und zwar die Verlängerung. Die muss hier noch rein. Ist alles okay? Ja. Mal reinschauen. Ja, ist alles okay. Und das wäre ja was geworden, dann hätte ich es nochmal zweimal machen müssen. So, jetzt habe ich das aber. So, jetzt ist der Zylinder wieder zusammengebaut und er funktioniert wieder einwandfrei. Ja, das war ein Anlagenzylinder von der Firma Elka und der ist jetzt wieder funktionsfähig. Also der Kunde kann das so wieder einbauen und dann kann er dementsprechend damit schließen und die anderen Sachen, die alten hier, die wird dann entsorgt. Das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich auf mein nächstes Projekt und wie man so einen Zylinder stiftet. Das werde ich oben verlinken einmal. Das kann man dann da auch sehen.